Safana findet Zeug. Wurfpfeile, die wir verkaufen können. Noch ein magischer Geschossstab, der fast keine Ladung hat. Okay. Ja, wie ihr wünscht. Für euch, wenn das euer Wunsch ist. Au. Haltet doch mal inne und helft mir gefälligst. Olos, ja? Das war großes Autsch. Wobei, wo ist mein letzter Save? Ups. Okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich hab keinen Bock zu reden. Schall, Kalas. Dieser Zwerg, ich brauche ein Bier. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Okay. Aha. Und da ist Kegane tot. Jetzt müssen wir den ganzen Schamotte nochmal machen, weil ich vergessen habe zu speichern. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ja. Alles Leben des lieben Geldes. Worum geht es? Wie ihr. Ich könnte Tensas Blick. Und das war näherer. Wie ihr wünscht. Ich hab keinen Bock zu reden. Sagt an. Ja, kennen wir alles so. Wie kann ich das? Lasst uns ordentlich verdreschen. Sprech ja, und verschwinde. Okay, ich glaube, wir haben uns gerade auf den Rückweg verbaut. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, jetzt habe ich gerade die Kurzversion genommen. So, jetzt ist nur noch der Obermacker übrig. Das heißt, wir können uns erstmal zurückziehen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen, wie ihr. So, das ist gut, weil jetzt ist eh die Hast weg. Das heißt, wir schlafen jetzt mal. Wie kann ich helfen? Jai Kales? Vita Mortis. Und heilen mal ein bisschen. Vita Mortis. So, und rasten nochmal. Ja? Wir sehen alle relativ wieder frisch aus. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, jetzt gehen wir wieder ins Schiff. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, wenn das euer Wunsch ist.
Wie kann ich... Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Möge die Dunkelheit herrschen. Tue ich mit Vergnügen. Stab der Blitz und ein Schnelligkeitsöl. Die ich eigentlich fast nie benutze. Der kann weg. Der kann weg. Ein Stab der Blitz ist mir zu gefährlich. Konnte das Schloss leider nicht öffnen. So, der tolle Dolch. Das ist, glaube ich, der Anti-Lykaner-Dolch. Ja, genau, gegen Lykantrophen. Das hatte ich halt total vergessen. Dass ich Dual-Wielding geben kann, obwohl ich Fernkampfwaffen, dass ich dann einfach doch Dual-Wielden tue. Gut, okay. Ich fühle mich aber natürlich, Schätzchen. Einen Trank der Meisterdiebeskunst, bitte. So, was sind das für Armschütze? Handschuhe der Fesselung ist ein Fluch. Gut. Hat's voll gebracht. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein... Mit Vergnügen. Dankeschön. Ein frischer Absorptionstrank. Und zwei Gegengifte. Ich stelle mal nicht in Frage, was es bringt. Also was es bringt, Munition mit Fallen zu sichern. Ja? Was ist es diesmal? So. Olos Saar? Wie kann ich helfen? Vita Mortis. Sänger der Nacht. Gebt mir Kraft. Wie kann ich helfen? Ich streite weder meine erlittene Mühsal ab, noch ersuche ich zurück, Weib. Okay, das hatten wir gerade. Mögen andere Männer in Versuchung führen, aber ich erkenne in ihnen das, was sie wirklich sind. Diebe. Worum geht es diesmal? Wenn ich euch je wieder in der Nähe meiner Ausrüstung sehe, schlitze ich euch den Hals auf. Oh, wir haben Hass vergessen. Ja? Sagt an. Was ist es diesmal?
Okay, irgendwie ist es schwierig, den zu verletzen gerade. Auch wenn es komisch ist. Ihr habt geläutet? Wie kann ich helfen? Endlich kriegen wir ihn verletzt. Aha. Jetzt war er gerade dem Tode schon nah. Worum geht es diesmal? Dieser Zwerg, ich hab keinen Bock zu reden. Sprecht und verschwindet. Was ist es diesmal? Das Problem ist, immer wenn er Schaden macht, dann heilt er sich. Dradels Zauberbuch. Der Inhalt dieses Buches ist unverständlich, wahrscheinlich für jeden außer Dradel selbst. Es sieht so aus, als ob sein Verstand bereits vor seinem Exil auf der Insel ein wenig angegriffen gewesen sein muss. Mhm. Gut, was haben wir hier alles? Wer hat das jetzt aufgenommen überhaupt? Das ist das Kind. Okay. Ihr habt dieses kleine Kind mit dem Namen Peladan im Lager der Wolfwehre gefunden, ja. Eine Schurkenrobe. Schutz zum Hang plus 1. Kann ich auch niemandem geben. Warte, die kann ich gegengeben? Ah ja, weil er schon eine 2 erträgt. Okay. Eine Stoffpuppe, die einem Mädchen namens Fatim gehört. Wenn ihr wollt, dürft ihr damit spielen. Mhm. Ja, eher nicht. Dann noch ein Amulett, Schildamulett. Rüstungsklasse 4. Mhm. Oh ja, Dorn, nimm mal bitte wieder die gescheite Waffe in die Hand. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. Und natürlich ist vor Baldurans Schreibtisch eine Falle. Ach ja, Baldurans Buttermesser. Es gibt zahlreiche Legenden, die sich um Baldurans Buttermesser ranken. Demnach weigerte sich der Held standhaft, seine Brote mit einem anderen Messer zu streichen. Man sagt, dass Baldurans Mutter ihm das wunderbar verzierte Buttermesser als Geschenk zu seinem 18. Geburtstag überreichte. Mhm. Schön. Buch und Klinge. Baldurans Schwert. Die aufwendig verzierte, aber schlecht ausbalancierte Waffe wurde in Baldurans Schiffswrack gefunden. Golfwaffen sind zwar nicht gerade für ihren Nutz im Kampf bekannt, aber den Legenden nach können aus Gold geschmiedete Waffen solch furchtbaren Geschöpfen wie Werwölfen Schaden zufügen. Ja, Kigain, das trägst du mal eine Weile. Und dann haben wir jetzt noch Baldurans Logbuch. Es scheint, als wäre die Zeit nicht allzu freundlich mit den Seiten dieses Buches umgegangen. Die Eintragungen lassen sich jedoch noch teilweise entziffern. Dies ist das Logbuch des guten Schiffs Wanderndes Auge unter den höchst ehrwürdigen Balduran. Werden umkehren, wenn wir noch einmal die weite Ferne liegende Küste sichten. Die Männer sind rastlos, aber das Versprechen von möglicherweise noch größerem Reichtum als von unserer letzten Reise wird sich ausharren lassen. Wetter ist gut und wir werden Ankorum früher als erwartet erreichen, daran zweifle ich nicht. Habe die Matrosen beruhigen können, auch wenn sie weiterhin nervös sind. Ich kann es ihnen nicht verübeln.
Das war wirklich keine angenehme Begegnung. Diese verdammten Elfen täten gut daran, sich zu erinnern, dass die See niemandem gehört, außer vielleicht den Göttern, die über sie wachen. Ich werde dennoch die nördliche Passage vermeiden, schon allein um zu verhindern, dass noch so eine übereifrige Schar an Bord kommt. Solch Paranoia seitens des in Ankorum angekommen, es erinnert sich eine große Anzahl Leute an mich. Nicht alle sind überschwänglich.